Willkommen zurück. Wir sind gerade dabei, einem Ekima oder dergleichen hinterher zu schwimmen, zumindest mal zu suchen nach Spuren auf dieser Seite. Hoffentlich finden wir denn auch was. Blut, aber kein menschliches. Das Monster wurde verwundet. Der Ekima ist hier aus dem Wasser gekommen. Ich muss nach weiteren Spuren suchen. Also hat er sich der... Rattenkadaver. Sie haben keinen Tropfen Blut mehr. Muss ein Ekima sein. So, damit haben wir unsere Bestie also gefunden. Jetzt müssen wir nur noch da rein und sie erledigen. Ich sammle aber außenrum mal gerade noch schnell alles ein, was wir so finden. Der Hexer hat schließlich auch Bedarf an dem ganzen Grams. Oh, ich habe gerade was gehört. Da kämpft schon einer mit dem Vieh. Jetzt müssen wir uns beeilen. Go for it, Geralt. Geralt, Vorsicht! Sie ist stark! Na, wenn wir den doch mal nicht irgendwo herkennen. Okay, da nehme ich doch mal ein bisschen Vampirgift. Was haben wir denn da nochmal als Öl? Sektengift der erhängten Drakoniten-Vampir. Ja, sie ist stark. Und der Raum hier ist so beengt, dass er auch gut austeilen kann. Regenerier, regenerier, shit, 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 shit. Jetzt haben wir's. Ja. Hallo, Lambert. Verdammt, wie gut dich zu sehen, Wolf. Bist du zum Jagen in Novigrad? Du mochtest die Stadt doch noch nie, wenn ich mich recht entsinne. Das stimmt. Ich habe hier etwas zu erledigen. Was hast du getrieben? Ging unterwegs alles glatt? Und ob. Ordentlicher Verdienst in Lahn Exeter. Da sollte ich einen Riesen jagen, der sich als Waldtroll entpuppte. Außerdem Banditen. Banditen? Die gab es zusammen mit dem Trollfreihaus. Was du noch erledigen musst, kann ich dir dabei helfen? Vielleicht. Aber wir reden später darüber. Wir müssen uns die Belohnung holen. Ich hab's eilig. Sagen wir, du hast die Hälfte verdient. Was soll's? Ich stoße später dazu. Wartest du auf mich? Gut, aber lass dir nicht zu lange Zeit. Weißt du, wo das Büro des Aufsehers ist? Ja, ich habe mich mit der Wache davor unterhalten. Wir sehen uns dort. Schließlich müssen wir hier noch alles einsammeln. Wenn er sowieso da rumsteht. Geralt? Schade. Funktioniert doch nicht. Okay, und ab geht's. Zurück. Holen wir uns die Belohnung. Und? Was sagst du? Wir haben alles Notwendige getan. Jetzt wollen wir unsere Bezahlung sehen. Wartet hier. Ich hole den Aufseher und eure Belohnung. Das machen wir selbst. Kein Grund, den Posten zu verlassen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Geht rein.
Wir haben uns um das Monster am Hafen gekümmert. Wir sind wegen der Belohnung hier. Hexer? Seit wann reist ihr zu zweit? Auf einzelne Hexer lauern große Gefahren. Banditen zum Beispiel. Ich rate dir, auf deinen Ton zu achten. Wo ist Yad Karadin? Rede! Wer? Vertrau mir, Geralt. Es ist wichtig. Ich muss etwas herausfinden. Ich kenne keinen Karadin. Nehmt die Münzen und verschwindet, bevor ich die Geduld verliere. Wo ist Yad Karadin? Ich frage dich zum letzten Mal. Wache! In den Kerker mit ihnen! Na toll, wir müssen uns dann wohl um die Wachen kümmern. Es kann ja auch nie mal irgendwie was glatt laufen. Fehler. Brech dir die Knochen. Und erledigt. Na, dann schauen wir uns mal um. Beziehungsweise, wir müssen nur da rein. Klopf, klopf. Dieser Typ ist mehr Ärger als der Ekima. Karadin ist verschwunden, ich schwöre es. Die anderen auch. Ich weiß nur von Vienne. Was weißt du von Vienne? Sie trinkt im Sieben Katzen. Sie ist Tag und Nacht dort. Siehst du? Du bist doch zu was Nütze. Das war Mord. War das wirklich notwendig? Ja. Bald tauchen noch mehr Wachen auf. Lass uns verschwinden. Wir treffen uns im Sieben Katzen. Dort erzähle ich dir alles. In der Taverne, wo Vienne ist? Ja. Bis später. Okay, Lambert. What the fuck is going on? Ich hatte jetzt eigentlich erwartet, dass wir ihn aufhalten können. Aber anscheinend vertrauen wir ihm. Blindlings. Okay, das scheint es hier gewesen zu sein. Und wir sollen ihn jetzt bei der... die Sieben Katzen, das ist der Taverne überhalb der... hinter dem Fluss. Meine Fresse. Ich habe heute mal wieder Wortfindungsprobleme. Der Tag ist mal wieder sehr lang gewesen. So, nehmen wir wieder eine kleine Meditationsrunde. Sonst haben wir keine Tränke. Das wäre schlecht. Sollten wir mal wieder mit Lambert in irgendwelche Action geraten. Der Knilch zieht sie ja magisch an. Weiter geht. Muss sagen, die Greifenrüstung gefällt mir eigentlich ganz gut mit dem ganzen Gold. Das haben sie richtig gut gemacht. So, da ist auch noch eine Anschlagtafel. Guck mal eine an. Verdammt noch mal. Was haben wir denn an dieser noch? Kennerin gesucht. Die Passiflora, Heimat der sinnlichen wie der geistigen Genüsse, sucht eine Kennerin in Vollzeit. Kandidatinnen sollten höchstens 25 Jahre alt, anziehend und schnell von Begriff sein. Branchenerfahrung bevorzugt, aber nicht bedingt. Interessentinnen wenden sich an Madame Serenetz. Zimmer zu vermieten. Zimmer, die Sieben Katzen zu vermieten. Hübsch und sauber. Bei gutem Wetter sieht man die Türme Novigrads aus dem Fenster. Erschwingliche Miete. PS, Achtung, der Herberge kann es bisweilen sehr laut zugehen. Hochzeitskapelle. Fräulein-Tochter wird verheiratet. Herr Sohn hat endlich eine Braut gefunden. Ihr selbst wollt ein zweites Mal wagen? Wow, Heiratsvermittler gibt's hier also auch. Denkt daran, eine Hochzeit ist nichts ohne eine gute Kapelle. Und es gibt in der ganzen Stadt keine bessere Kapelle als Mario Musiker und die fidelen Fiedler. Zum Repertoire gehören unsterbliche Weisen wie Dunny Boy, Hier kommt die Braut und natürlich der allgemeine Favorit Auld Lang Ballad. Oder irgendwie
Zögert nicht und bucht noch heute euren großen Tag. Vermisster Brief. In diesem Etablissement verlor ich einen privaten Brief. Cremefarbenes Pergament mit dem Siegel meiner Frau. Er enthielt vortrefflich formulierte Versicherungen ihrer wahren Liebe und war mir ein Andenken von höchstem Wert. Ich durchsuchte jeden Winkel des die sieben Katzen und fand den fraglichen Brief schließlich in der Latrine, zerknüllt und aussprechlich besudelt. An den Haderlumpen, der dies getan hat. Ich verfluche dich und die Deinen bis in alle Ewigkeit. Warnung. Wirte, lasst euch warnen. Wenn ihr einem Mann namens Odrin begegnet, dann haltet euch von ihm fern. Zeigt ihn alles, allenfalls bei der Stadtwache an. Der Lunke hat gut 3 Wochen lang in meiner Herberge residiert und ist dann verschwunden, ohne einen Kopper seiner Rechnung gezahlt zu haben. Außerdem hat er noch einen Weinfass und einen Silberbesteck für den Gebrauch unserer wohlhabenderen Kundschaft mitgehen lassen. Warnung. Wer auch immer ihm die sieben Katzen Krawall macht, andere Gäste belästigt oder Kennerinnen bekrapscht, wird umstandslos rausgeworfen. Euer Wirt. Na, das ist doch mal nett. Hallo, Lambert. Na schön, jetzt bist du mir einige Erklärungen schuldig. Warum hast du Lund getötet? Und worum geht es hier? Willst du die kurze oder die lange Version hören? Erzähl mir die ganze Geschichte. Ich hatte einen Freund. Sein Name war Aiden. Du hattest einen Freund? Sehr witzig. Ich habe ihn kennengelernt, kurz nachdem ich den Auftrag hatte, den Fluch vom Oger von Elander zu brechen. Aiden war beauftragt worden, ihn zu töten. Er war ein Hexer von der Katzenschule. Soweit ich mich erinnere, wurde der Oger letztendlich getötet. Ja, nachdem er meinen Auftraggeber ausgeweidet hatte, blieb uns nichts anderes übrig. Aiden und ich haben uns zusammengetan und uns die Belohnung für den toten Oger geteilt. Danach haben wir häufig zusammengearbeitet. Er war der Beste, den ich jemals getroffen habe. Du weißt, ich mag dich, aber das ist kein Vergleich. Was ist mit ihm passiert? Vor einiger Zeit hat Aiden einen Auftrag angenommen, einen Fluch zu brechen, bei der Tochter des Herzogs. War von Anfang an ein politisches Fiasko. Und der Hass auf die Katzenschule kam noch dazu. Sie haben sich diesen Hass redlich verdient. Sie wurden praktisch zu Auftragsmördern. Aiden war nicht so. Jedenfalls hatten einige Höflinge des Herzogs andere Pläne. Wollten nicht, dass der Fluch der Erstgeborenen des Herzogs aufgehoben wird. Also haben einige ausgebildete Mörder Aiden aufgelauert und ihn ermordet. Unser lieber Aufseher war einer von ihnen. Und Yad Karadin? Der Anführer der Meuchelmörder. Er hat ihm den tödlichen Stoß verpasst. Das mit deinem Freund tut mir leid. Ich brauche kein Mitleid, sondern deine Hilfe. Wir müssen mit Vienne reden. Inzwischen müsste sie genügend getrunken haben. Gehen wir. Na gut, sind wir dabei. Einem Bruder muss man helfen. Vienne? Was willst du? Wir suchen Yad Karadin. Und warum sollte ich euch helfen? Meinem Freund hier ist es wirklich wichtig. Und was springt für mich dabei raus? Ich bezahle fürs Erste dein Bier. Dann werden wir sehen, wie wertvoll deine Informationen sind. Ich habe zu Karadins Bande gehört, aber... Oh, wie lange ist das her? Ich weiß nicht, wo er steckt. Ich bin nicht mehr dabei. Außerdem ist er mit seinen alten Kumpeln nicht mehr befreundet. Er soll sich verändert haben. Karadin soll sich verändert haben? Was meinst du damit? Er hat die alten Verbindungen abgebrochen, nimmt keine kleinen Morde mehr an. Er hat sich in einem Loch versteckt, scheint was Großes zu planen. Wer war sonst noch in Karadins Bande? Außer mir? Selyse, Hammond und Lund. Aber die sind in alle Winde verstreut. Selyse ist nach Dreiberg gegangen, Hammond nach Skellige und Lund... Lund ist tot. Endlich hat er seinen Meister gefunden. Dann könnt ihr nur noch Hammond oder Selyse fragen. Diese Selyse, wo finden wir sie? Sie hat sich gut gemacht. Sie führt ein Bordell in Dreiberg, wo die reichen Männer hingehen.
Die Huren entlocken ihnen Informationen, die sie dann verkauft. Der Name des Bordells? Die schwarze Lilie. Selyse hatte schon immer einen schrecklichen Geschmack. Wir brauchen Informationen über Hammond. Früher war er Karadins rechte Hand. Als sich die Bande trennte, ist er zurück nach Faroe, wo er einst herkam. Jetzt ist er Pirat. Selbst die Jarls behandeln ihn mit Respekt. Was ist mit dir? Was ist deine Geschichte? Skoyatel, die Einheit wurde aufgerieben und ich habe mich Karadin angeschlossen. Wir haben mich nie gleichwertig behandelt. Nein. Ich konnte einen Spatz auf 100 Schritt Entfernung treffen. Aber für Karadin war ich nie gut genug. Er hat diese Hure Selyse bevorzugt. Warst du an dem Mord des Hexers Aiden beteiligt? Vielleicht. Ich weiß es nicht mehr. Zufrieden? Sie weiß nichts. Wir müssen mit Hammond und Selyse sprechen. Ihr solltet nicht nach Karadin suchen. Wenn er merkt, dass ihr hinter ihm her seid, wird er euch auf der Stelle töten. Das werden wir ja sehen. Und was dich anbelangt. Nein, Lambert. Du hast recht. Lassen wir sie so leben. Was ist mit meiner Bezahlung? Arschlöcher. Ja, die ist schon fertig genug. Du musst mir helfen, Geralt. Am besten trennen wir uns. Du segelst nach Skellige und versuchst, was aus Hammond herauszubekommen. Ich gehe nach Dreiberg und treffe dort Selyse. Lambert, lass uns darüber reden. Nein. Das ist eine der Situationen, der ernsten Situationen, wo man keine unnötigen Fragen stellt und einem Freund einfach hilft. Wo treffen wir uns, wenn ich wieder zurück bin? In der Taverne nirgendwo. Gut, bin schon unterwegs. Viel Glück. Na dann, mal wieder nach Skellige. Und gehe nach Faro und suche Hammond. Warum wird mir das jetzt aber immer noch angezeigt? Naja, egal. Als nächstes dann, das ist auch wieder das Gellige, das ist das noch mit dem Drachenwurz. Mit dem Drachenkraut muss ich auch irgendwie mal noch machen. So, hier unten. Naja. Gut. Hexerauftrag. Ein flüchtiger Dieb. Müssen wir zum Marktplatz. Dann die tödliche Wonne. Alright. Ich begebe mich dann jetzt erstmal da zum Dreibergtor. Genau. Und dann geben wir die Liebe-Quest mal ab. Ups. Hallo. War nicht so gemeint. Geh davon aus, dass ab sofort jeder Schritt von dir beobachtet wird. Ja, ist schon in Ordnung. Du bist Chase. Was suchst du, mein Freund? Angerollt, weit und breit. Sei gegrüßt, Meister. Problem gelöst. Ich habe den Kobold aufs Land geschickt. Pferdemähnen verwuscheln und in die Milch pissen, wie es die Tradition verlangt. Und woher weiß ich, dass du die Wahrheit sagst? Keine Trophäe, keine Belohnung. Du gibst mir besser eine. Sonst wird dir die unsichtbare Hand des Marktes eine klatschen, dass du eine Woche lang nicht sitzen kannst. Ich gebe dir die Hälfte der vereinbarten Summe. Und ich werde nicht nochmal mit dir Geschäfte machen. Sehen, dass ich alles habe. Naja, immerhin. Flüchtiger Dieb. Geschafft. So. Dann begebe ich mich jetzt mal zur tödlichen Wonne. Es ist auf der... Ja, da drüben.